Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Also endlich ist es soweit, am 26.12. ist Gut Hohenluckau veröffentlicht worden. Und auf die Map warte ich schon seit Ewigkeit. Also an der Karte ist jetzt 2 Jahre entwickelt worden. Und für mich ist das die krasseste Map, die es für den Landwirtschaftssimulator 2019 gibt. Also die Karte ist echt der absolute Wahnsinn. Okay, wir starten da in einem kleinen Park. Da drüben haben wir, das müsste ein Wohnhaus sein. Das da ist die Pferdekuppel. Ist jetzt gerade ziemlich groß. Man sieht auch, dass die Karte nur gleich ein bisschen ruckelt, bis alles klar ist, weil das sind Wahnsinnsdimensionen. Ist das Gutshaus? Ist auch richtig schön gemacht. Dann haben wir da drüben immer noch ein kleines Haus, das ist auch ein Wohnhaus. Da drüben kommen wir schon zu der ersten Halleanlage. Das sind auch so kleine Hallen, also die sind auch eine Funktion. Das ist die Werkstatt. Ja, für so einen riesigen Betrieb braucht man Werkstatt. Also Gut Hohenluckau, das ist ein echter Hof, der liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Also auf der Anlage kann man 3600 Kühe züchten und Fläche hat er 1318 Hektar. Das ist auch nochmal eine Halle zum irgendwas unterbringen. Dann haben wir auf der anderen Seite, kann man da zwischendurch laufen. Da haben wir noch so eine alte Halle, die wäre gerade abgerissen, die sind also nicht mehr zum Gebrauchen. Da ist ein kleiner See. Dann haben wir, glaube ich, da drüben sind auch nochmal. Ah ja, da kommen schon die ersten Traktoren. 2 Ks. Ein Optum. Ein Strautmann Aperion. Das ist der Puma mit einem, ja, der Puma mit einem Agroliner. Die erste Stallanlage, aber die ist nicht mehr in Funktion. Also die steht leer. Die Gebäude, die sind auch wirklich so angelegt auf der richtigen Agrargenossenschaft. Das da drüben ist die Kirche. Das da drüben ist das kleine Dorf. Da haben wir nochmal eine Stallanlage, die ist auch leer. Also ist auch nur Zierde. Da drüben sind Güllegrube. 2 Stück oder eine. Ne, eine. Unterstellmöglichkeiten. Da haben wir eine Fruchttrocknungsanlage. Also ich kippe dort Frucht rein, dann wird sie trocknet und dann kommt sie da raus zu deinem Kanal, kommt die Frucht raus und fliegt dann da in die Halle rein. Also da drin kann man Frucht lagern und auf der anderen Seite genau dasselbe. Da sind auch die Kanäle an der Decke, wo die Frucht rauskommt. Und damit die Anlage braucht man Hackschnitzel, die muss man da reinkippen. Wenn man keine Hackschnitzel hat, dann läuft die Anlage auch nicht. Ja, und da haben wir dann nochmal eine riesige Halle da drüben, wo man Sachen unterbringen kann. Die sind auch alle mit Funktion. Ja, das Wahnsinn, also Unterstellmöglichkeiten. Da kommen schon die erste Maschine. Das ist ein Tiefenlocker mit Düngevorrichtung. Das ist der Case Quadrac. Das ist ein John Deere 8345 R. Ein Horschgruber. Da drüber haben wir einen Case
Magnum mit Terratrack-Laufwerk, unsere Wetterstadt-Karriere. Dann haben wir da die Halle, die sind wahrscheinlich auch doch. Die kann man auch öffnen. Ja, da haben wir noch eine riesige Halle. Ah ne, das ist die Halle von der anderen Seite, stimmt. Denn da haben wir noch eine riesige Halle. Ja, also ihr seht, Unterstellmöglichkeiten ohne Ende, also Wahnsinn. So, dann gehen wir mal. Darüber. Da haben wir auch nochmal eine Halle. Ich glaube, ja, das sind die Werkstatt. Ja, genau. Da haben wir einen Mähdrescher. Das ist der New Holland. Denn da drüben, da kommen wir zu der eigentlichen Stallanlage. Also, das ist der echte Wahnsinn. Schaut euch mit dieser riesigen Stallanlage an. Die geht bis dort hoch. Also, Wahnsinn, echt Wahnsinn. Dann haben wir da Fahrsilos. Fahrsilos ohne Ende. Das ist der Wahnsinn, echt. Da drüber die erste Fahrsilo, zweite, dritte. Also da passt. Also was da reinpasst, das sind bestimmt auch 1 Million Liter. Dann haben wir da ein riesiges Fahrsilo. Das zweite. Das dritte. Und da drüber das vierte riesige Fahrsilo. Und jetzt kommt der Oberhammer. Solche Fahrsilo habe ich noch nie gesehen. Schaut euch mal diese Dimension von Fahrsilo an. Und da drüber genau dasselbe nochmal. Abartig, also was da reinpasst. Das sind ein paar Millionen Liter. Also da kannst du mal Material unterbringen. Echter Hammer. Da haben wir da drüber eine Halle zum. Da ist Getreidemühle drin. Ja, genau, da ist die Getreidemühle. Da kann man nochmal Wurzelfrüchte oder sowas unterbringen. Da drüber ist die erste riesige Stallanlage. Also die Türe, die sind normal zu. Die habe ich vorher schon mal aufgemacht, weil ich mir mal die Map angeschaut habe schon. Jetzt schaut euch mal diese Größe an von Stallanlage. Echter Hammer. Und da kann man mit dem Traktor durchfahren zum Kühe füttern. Die Türe kann man auch aufmachen, genau. Da drüben genauso, aber da springen wir kurz drüber. Und jetzt geht es da alles ganz, 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 ganz weit durch den Stall durch. Wahnsinn, Wahnsinn. Da schaut nochmal durch, was das für eine Größe ist. Eine Dimension, das sind. Und der Hof, der ist wirklich so angelegt. Also die zwei Standanlagen, die sind wirklich so nebeneinander. Da drüber die zweite Anlage genauso. Gleiche Größe. Da drüber eine riesige Güllegrube, wo man weiß ich, wie viele Millionen Liter reinpasset. Dann gehen wir weiter. Da ist die nächste Güllegrube, aber ich weiß jetzt nicht, ob die mit Funktion ist, aber ich denke schon, dass die auch Funktion hat. Dann kommen wir da zu der nächsten Stallanlage. Das ist die gleiche Dimension nochmal, also 3600 oder 3800 Kühe kann man züchten. Das ist die gleiche Dimension nochmal wie die andere Anlage. Da drüber haben wir zwei große Güllegrube nochmal. Da haben wir nochmal einen kleinen Stall. Ob der jetzt mit Funktion ist, das weiß ich nicht. Also da habe ich so ein Getränke, also so ein Wassertrog. Ich weiß nicht, ob der mit Funktion ist oder nicht. Das müssen wir einfach ausprobieren. Also ich habe mir auch vorgenommen, auf der Karte mal zu spielen. Mit dem Multiplayer oder mit dem Curseplay. Und da, wenn ich da dresche, war ich dann natürlich im Drescherverband schaffe, weil ich habe das auch noch nie ausprobiert, wie das mit dem Drescherverband funktioniert. Da haben wir den Kälberaufzuchtstall. Lauter kleine Iglus, wo die Kälber drin züchtet werden.
Auch eine riesige Anlage. Wenn man das mal anschaut, die Größe ist Wahnsinn. Da sind die ganz kleinen Kälbli drin, wo erst auf die Welt gekommen sind. Dann haben wir da drüber, ja, das sind jetzt alle. Also ihr seht mal die Dimensionen, das ist auch ein Vierfach-Map. Da drüber kommt die Biogasanlage. Ah, und schaut euch mal diese Windräder an. Wie viele Windräder das es da gibt. Alles voll mit Windrädern. Da drüben ist ein Gebäude. Ich denke mal, dass da die Anlage, das Aggregat von der Biogasanlage drin ist. Da haben wir die erste Substratbehälter. Da kann man das Substrat rausholen. Ne, ich glaube, das da ist das eigentliche Aggregat von der Anlage wahrscheinlich. Dann kann man da drüber, kommen wir mal da zwischendurch. Durchkommen. Da kann man die Silage in den Bunker einfüllen, damit die Anlage läuft. Das sind die Fermenter da drüber. Dann haben wir da drüber nochmal eine Güllegrube. Kann man auch Gülle rausholen. Schaut euch mal die Dimension von der Güllegrube an. Wahnsinn. Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Also echter Hammer. Da passt auch ordentlich was rein. Ja, dann haben wir eigentlich vom Hof selber schon alles gesehen. Also ihr seht, das sind abartige Dimensionen. Denn die ganzen Felder. Es gibt insgesamt ob 21, 25 Felder. Und die Durchschnittsgröße von den Feldern sind so ungefähr 100 Hektar. Also der Platz 10, den hat man mal abgedrescht, also das Vorgewände einmal ringsrum. Ja, so ringsrum um den Platz rum. Also fürs Vorgewänder braucht man auf dem Platz eine Stunde, dass man das abdrescht bringt. Eine geschlagene Stunde. Dann gucken wir mal die Preise an. Ja, der Platz kostet jetzt 2 Millionen, knapp 2.800.000. Der kostet 1,5 Millionen. Die Felder gehören uns schon. Also die sind auch original nach Google Maps angelegt, die Felder. Also die haben die originale Konturen wie die Agrargenossenschaft selber. Dann gucken wir mal die Frucht oder ja, was es für Verkaufsstelle gibt. Also Verkaufsstelle sind es 2, 4, 6, 8 Stück. Das sind auch wieder die andere Fruchtsorte dabei. Für die Produktionsanlage. Dann haben wir, gucken wir mal noch den Fuhrpark an. Ja, das sind die ganzen Traktoren. Da gibt es noch einen 380 CVX. Dann gibt es zwei, naja, der Optum ist es denn noch. Einer haben wir jetzt neu gesehen. Oma, der 380 CVX, den haben wir jetzt neu gesehen. Oder ne, der ist glaube ich in einer Halle gestanden, das stimmt. Dann haben wir den Mähdrescher, der New Holland 10 R1090. Beide Hänger. Roschgruber, der Tieferlockerer. Okay, mit deiner Gruber kann man nicht viel anfangen. Also mit deinen Dimensionen von Feldern, da kommt man nicht weit. Sind schon die Maschine. Was haben wir denn neu gesehen? Gucken mal. Ja, da unten sind dann nur die ganze Kartoffellager. Da sind die ganze Verkaufsstelle. Das ist für Wurzelfrüchte, Kartoffeln und oder halt
Das sind Kartoffeln und das drüben sind Rübe. Das ist die Verkaufsstelle. Da kann man also die Maschine kaufen. Da drüber gibt es, glaube ich, nochmal irgendwo Verkaufsstelle. Nee, das sind alle. Ja, dann ist da auch ein kleines Dorf mit schönen Häusern. Da drüber ist so eine große Wohnanlage, wo mehrere Wohneinheiten drin sind, oder was? Mehrere, viele Wohneinheiten. Ja, das sind so Wohnblocks. Wie man sie bei uns auch teilweise noch kennt. Ja, dann fliegen wir mal über die Karte drüber. Also bei der Karte, da geht es bei mir auch ab und zu, oder halt geht es bei mir auch am Anfang ein paar Minuten, bis das Ruckle weg ist. Weil das sind halt riesige Dimensionen. Ja, da sind wir jetzt bei der Wohnanlage. Da, was haben wir da? Ah ja, das ist, da kann man Dünger kaufen an den, in der Anlage da. Da kann man an die Halle ranfahren und dann kann man, muss man da Dünger aufladen können. Ja, denn das ist ein kleines Dorf. Lauter. Ja, was ist das da? Ist das auch irgendwas? Da ist irgendein Markt. Das haben wir. Ja, genau da haben wir den Hof, den wir vorhin angeschaut. Das ist der alte Stall, das ist die Dorfkirche. Das sieht man es nochmal von oben. Das ist die Trocknungsanlage mit den Rohrsystemen in die Halle rein. Da drüben sind halt die riesige Unterstellfläche, wo man die ganze Maschine unterbringen kann. Da drüben auch nochmal, oh, die habe ich noch gar nicht gesehen, da drüben. Das ist auch wieder ein kleines Dorf mit Häusern. Richtig super oder richtig schön angelegt. Dann kommen wir da zu der eigentlichen Stallanlage. Jetzt können wir das mal uns von oben anschauen. Die Dimensionen von den Fahrsilos, das ist echt der Wahnsinn. Ah, da hinten ist ja nur mal eins, das sind ja drei Stück. Boah, Wahnsinn. Drei Stück, drei so riesige Fahrsilos. Ach, da kann man Material unterbringen. Heieiei. Das sind dann die riesige Stallanlage, in der Mitte die Güllegrube. Da ist nochmal eine kleine Güllegrube. Das ist der Aufzuchtstall. Das ist nochmal ein riesiger Stall. Zwei Güllegrube. Nur ein kleiner Stall. Sie von einer Seite auf die andere kommt. Darüber haben wir die Biogasanlage. Auch mit zwei riesigen Substratbehältern. Da haben wir auch riesige große Güllegrube. Und da haben wir halt die Felder, also die haben Wahnsinnsdimensionen. Da könnte man Ewigkeiten drüber fliegen, bis die. Also wenn ich die bearbeiten will, dann muss ich mit mehreren Maschinen schaffen im Verband, im Drescherverband oder auch mehrere Maschinen nebenher laufen lassen. Ich werde mal auf der Karte spielen, einfach mal schauen, wie sie sich spielen lässt. Aber da muss ich mit mehreren Maschinen schaffen und da kann ich nur mit der größten Maschine schaffen. Also ich bin mal gespannt, wie lange da der Curseplay braucht, um die Karte berechnen. Also ihr seht auch, ja, da ist jetzt der Rand. Ja, der Rand ist eigentlich auch so schlecht angelegt. Also das, mir kommt das jetzt nicht vor, wie wenn das. Schau, da ist der Rand da drüber. Ja, mir kommt das jetzt nicht so vor, wie wenn das direkt nur Wand wäre, wo es aufhört. Ja, also super angelegt. Es gibt auch ein bisschen Wald, wo man Holz machen kann, weil Holz brauchen wir ja auch ein bisschen. Zum die eine Trocknungsanlage betreiben. Also da seht ihr, das sind halt wahnsinnige Dimensionen von Feldern. Da siehst du Ewigkeit nur Felder. Die haben halt auch riesige Größe. Also wir können mal schnell gucken. Wo sind wir denn da? Ja, da gehen wir mal kurz zu dem Platz 20. Der ist gleich hinter deinem Gebäude. Gehen wir kurz, machen wir es anders.
Einmal zur Kalkstation. Da kommt es da außen rum. Da haben wir den ersten Platz. Also es ist jetzt kein großer Platz. Weiß kein großer Platz. Der Platz hat 140 Hektar Feldfläche, Landfläche 67 Hektar und Feldfläche 140. Ah, okay. Ja, also der Platz hat 140 Hektar. Wenn man da gerade ausschaut, da sieht man bis an den Horizont nur Feld. Also das wäre jetzt mal die Dimension und das ist nicht der größte Platz, der 20er. Der 140er und der 14er und der 15er, die sind noch viel größer. Also ihr seht, das sind wahnsinnige Dimensionen und da brauchen wir natürlich auch diese riesigen Fahrsilos, wo man die ganze Silage und das unterbringen kann. Ja, da zwischendrin gibt es noch ein paar kleinere Felder. Ja, das gibt es auch, aber das ist eine Seltenheit. Es sind also überwiegend nur diese riesigen Felder. Okay, dann habe ich eigentlich alles gezeigt. Ja, Feldfrüchte gibt es auch. Da gibt es Luzerne, Triticale gibt es noch. Und da gibt es Klee. Okay, also gibt es noch ein paar Fruchtsorten, die es sonst nicht gibt. Ja, das ist Luzerne, Triticale und der Klee. Ja, okay. Dann haben wir eigentlich von der Map alles gesehen. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.